Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Ritschl, ich bin professioneller Bergfotograf und ich bin Fujifilm X-Fotografer. Trotz meiner Bergfotografie bin ich auch begeisterter Mittelformatfotograf. Also damals, in meinen Anfängen, waren die Kameras natürlich groß und schwer, Spiegelreflex-Mittelformatkameras, und sie waren teuer. Aber trotzdem, schon in der Zeit damals, hatte die Mittelformatfotografie für mich einen ganz eigenen Zauber. Die Bilder, die Farben, das war einfach ganz was Besonderes. Eben in Kombination mit dem legendären Fujifilm Velvia. Was für ein Zauber, was für Farben in diesen Jahren. Ja, und dann hat Fujifilm ganz überraschend ein Mittelformatsystem vorgestellt. Die erste Kamera, die kam, war die GFX 50S. Und das war natürlich faszinierend. Zum einen ohne Spiegel. Sie war dadurch leichter, sie war kleiner. Und das war das Allerüberraschendste, sie war tatsächlich bezahlbar. Also die ersten digitalen Mittelformatkameras, die waren ja groß und schwer. Die hatten noch digitale Rückteile, die hatten einen Spiegel und die waren fürs Gebirge natürlich nur bedingt geeignet. Es war mühsam, es war schwer zu tragen und die waren zum Teil extrem teuer. Ja, die Frage, die sich stellt, warum brauche ich überhaupt im Gebirge Mittelformat? Ich habe tatsächlich einige Kunden in der Werbe- und Auftragsfotografie, die große Drucke brauchen. Auf Messen zum Beispiel, für Veranstaltungen. Also wenn mehrere Meter breit gedruckt wird, dann ist Mittelformat einfach ganz klar im Vorteil. Es gibt aber noch einen zweiten Bereich, wo ich Mittelformat wahnsinnig gern einsetze. Und das ist die Landschaftsfotografie in den Bergen. Und da sind die großen Dateien, dieser Bildlook des großen Sensors, dieses Mittelformatsensors. Und natürlich dieser Bildlook der großen Mittelformatobjektive, die Fujinon-Objektive, die wirklich grandios gerechnet wurden, der ist einmalig. Also wenn man dann Fine Art Prints sieht, mit 2 Meter Breite fotografiert mit einer Mittelformatkamera und einem tollen Objektiv, das ist tatsächlich einfach nur beeindruckend. Ein großer Vorteil der digitalen Mittelformatfotografie ist der große Dynamikumfang. Also gerade im Gebirge sind die Lichtverhältnisse oft einfach ganz extrem. Winter, Gegenlicht zum Beispiel. Da habe ich glitzernden Schnee, ich habe gleißenden Sonnenschein und ich habe oft aber auch Personen, die dann total dunkel und schwarz sind oder eine schattige, fast schwarze Felswand irgendwo im Bildbereich. Und überall dort ist einfach dieser große Dynamikumfang vom Mittelformat Gold wert. Ein zweiter Bereich ist natürlich das Rauschverhalten. Bedingt durch den großen Sensor und die Größe der Pixel ist das Rauschverhalten natürlich viel besser als bei einer Vollformat- oder APS-C-Kamera. Also auch da Mittelformat ganz klar im Vorteil. Ja, um euch einen kleinen Eindruck zu geben, wie ich die GFX im Profi-Alltag einsetze, möchte ich euch jetzt von einem ganz, ganz besonderen Auftrag und Projekt erzählen. Im Februar kam der Anruf von National Geographic, ob ich Lust und Zeit hätte, einen großen Bildband über Felix Neureuther und sein ökologisches Engagement in den Alpen zu fotografieren. Ein halbes Jahr für den kompletten Bildband. Gleichzeitig wollte Disney und National Geographic einen Film über Felix Neureuther und dieses Thema in den Alpen produzieren. Das heißt, es kam auch noch die Fotografie am Set dazu. Dann kamen mehrere Anrufe von Sponsoren, von anderen Auftraggebern, Werbefotografie mit Felix Neureuther auf dem Gletscher, im Wald, in der Schlucht, auf dem Gipfel und so weiter. Es hat sich über wenige Wochen ein riesen Auftragsvolumen entwickelt. Ich war am Planen, ich war am Zeitpläne erstellen, ich war am Ausrüstungslisten schreiben, Locationsuche, all das kam zusammen. Es war für mich eine Riesennummer und eine Riesenherausforderung. Ja, und dann ging wirklich alles ganz, ganz schnell. Ich habe Kontakt aufgenommen mit der Familie Neureuther, habe sie in Garmisch besucht, habe von Felix die Eltern kennengelernt, die Rosi Mittermeier, den Christian Neureuther und natürlich auch seine Frau, die Miriam. Und was wunderbar war, wir haben uns von Anfang an verstanden. Da war einfach eine Chemie da. Das sind auch Naturfreunde, Bergfreunde. Wir haben über die Projekte, über die Möglichkeiten gesprochen und wir wussten, hey, da entsteht was gemeinsam, da ist ein Flow da.
Und wir haben dann relativ bald auch eine erste Tour gemacht, gemeinsam mit dem Felix, mit der Miriam und mit dabei auch, ja, da bin ich auch sehr, sehr dankbar, der Max Schröninger, mein Assistent, der hat mir viel, viel helfen können. Und zwar führte uns diese erste Tour auf den Kramerspitz oberhalb von Garmisch-Partenkirchen. Das sind 1200 Höhenmeter, es ist ein langer Anstieg, es war Winter, es war noch viel Schnee gelegen, aber wir haben einen tollen, tollen Tag erwischt und oben ein riesen Panorama, Blick auf die Zugspitze, Blick auf Garmisch. Also schon auf dieser ersten Tour sind wirklich ganz wichtige Bilder entstanden und die Familie Neureuther war begeistert von den Aufnahmen und das war wirklich wie eine Initialzündung, ein richtig, richtig guter Start für viele, viele weitere Touren und Projekte. Es ging dann schon relativ bald weiter mit einem großen Werbeshooting für Procter & Gamble. Und zwar ging es um ein Waschmittel, ein neues Waschmittel von Ariel, wo über eine niedrigere Waschtemperatur sehr viel Energie eingespart werden kann. Der Kunde hatte folgenden Wunsch. Ja, Gletscherblankeis. Jetzt hatten wir aber tiefsten Winter und im Winter sind einfach die ganzen alpinen Gletscher dick und massiv verschneit. Ich habe dann angefangen zu recherchieren über Webcams von den Gletscherskigebieten. Ich habe Bergführer angerufen, Freunde, Kollegen angerufen. Und ich habe dann tatsächlich im Ötztal am Rettenbachferner Bereiche in so 3000 Meter Höhe gefunden, wo der Wind den Schnee immer wieder weggeblasen hat und tatsächlich ein bisschen Gletscher Blankeis sichtbar war. Dann ein zweiter Punkt, ein bisschen tiefer auf 2700 Metern Höhe, da war im Bereich der Gletscherzunge eine kleine senkrechte Eiswand mit blauem Eis sichtbar. Und diese beiden Locations waren eben meine große, große Hoffnung für dieses Auftragsshooting. Ja, und ich habe dem Auftraggeber dann genau diese zwei Locations oben am Rettenbach ferner vorgeschlagen. Wir waren ja ein Riesenteam, 12 Personen. Ein Filmteam, was noch Making-of gefilmt hat, Bergführer für die Sicherheit von Felix Neureuther, Assistenten, Mitarbeiter von Procter & Gamble, Mitarbeiter der PR- und Werbeagentur. Also ein großes Team und all das musste irgendwann auf einen Tag X festgelegt werden. Der Produktionstag, die Wetterberichte und das war mein Job. Ich habe dann über Tage und Wochen Wetterberichte verfolgt, habe mir die Verhältnisse angeschaut, habe versucht, die Wetterberichte richtig zu interpretieren. Und irgendwann haben wir uns auf ein 2-Tage-Fenster festgelegt. Die Wetterberichte waren vielversprechend. Wir haben dann die Hotels gebucht, die Pistenraupen gebucht, die uns hochfahren sollten, eben bis auf 3200 Meter Höhe letztendlich. Die Krönung der ganzen Aktion war jedoch eine hölzerne Waschmaschine. Das war Idee und Wunsch vom Auftraggeber, dass wir mit dem Felix und dieser Waschmaschine an der senkrechten Eiswand und eben oben am Gletscher Blankeis fotografieren. Ja, und dann ging's los. Start war um 5 Uhr im Hotel in Sölden. Wir sind erst einmal die Rettenbachstraße hochgefahren, die Gletscherstraße bis auf 2700 Meter Höhe, dann mit der Pistenraupe weiter auf 3200 Meter Höhe zu einem wunderschönen Gipfelgrat mit großem, großem Bergpanorama. Ziel war es, den Felix dort oben eben vor diesem Panorama im Sonnenaufgang zu fotografieren und zu filmen. Die Wetterberichte, die waren leider ein bisschen daneben. Es hatte viel mehr Wolken als prognostiziert. Es hat dann auch eine Viertelstunde später total zugemacht. Wir sind im Nebel rumgestanden bei 15, 18 Grad minus. Wir haben nichts gesehen und kurze Zeit später habe ich dann die Reißleine gezogen. Es hätte nichts gebracht, noch länger zu warten. Und wir sind dann einfach wieder ein Stück runtergefahren bis zum Rettenbachjoch, wo eben in der Webcam auf rund 3000 Metern Höhe dieses Gletscherblankeis sichtbar war. Fotografiert habe ich dort oben dann mit 2 Mittelformatkameras. Ich hatte eine 100S dabei, bestückt mit dem 3264 und ich hatte eine 50S dabei mit dem 23er Weitwinkel. Ich wollte dort oben einfach so wenig wie möglich Objektive wechseln. Ich bin ja selber mit Steigeisen auf diesem Blankeis rummarschiert. Ich war natürlich am Seil gesichert, aber eine zweite Kamera als Backup war ja sowieso nötig. Der Tag hat dann doch relativ gut noch funktioniert, vor allem auf 2700 Metern Höhe. Dieses blaue Gletscherblankeis, also diese senkrechte Eiswand der Gletscherzunge, die war wirklich faszinierend schön und wir konnten dort echt perfekt die Thematik vom Kunden transportieren, eben ein energiesparendes Waschmittel in Kombination mit dem Thema abschmelzendes Gletschereis und Klimawandel. Am nächsten Morgen mussten wir dann allerdings nochmal früh raus und zwar um für Jack Wolfskin ein großes Werbeshooting in hochalpiner Winterlandschaft zu realisieren. Diesmal allerdings wirklich bei bestem Wetter, es war ein wolkenloser, es war ein fantastischer Tag. Und es ging eben ums Thema Skitour. Felix auf Skitour in großer, großer Winterkulisse.
Zeit zum Ausruhen blieb aber auch nach dieser Produktion nicht. Es folgten ganz, ganz intensive und spannende Wochen. Wir waren wirklich jede Woche woanders. Mal in der Schweiz, mal in Italien, mal in Österreich. Dann waren wir mit Wissenschaftlern wieder unterwegs zu Forschungszwecken. Rückblickend betrachtet war diese ganze Auftrags- und Werbefotografie natürlich super spannend. Sie war aber auch echt anstrengend und herausfordernd. Wirtschaftlich natürlich ganz, ganz toll. Aber wenn ich ehrlich bin, die schönsten Touren, die schönsten Reisen waren diejenigen, wo wir in einem ganz kleinen Team, nur der Felix, der Textautor Michael Rundand, mein Assistent und ich, wo wir im kleinen Team irgendwo in der Natur in den Bergen unterwegs waren. Ja, und dann folgte eben eine wunderschöne Tour in einem kleinen Team ins Tessin. Dort gibt's in der Nähe von Ponte Brolla richtig, richtig schöne Urgesteinsschluchten mit einem tollen Fluss im Schluchtgrund unten. Und diese Landschaften wollten wir mit langen Verschlusszeiten fotografieren. Und da ist Mittelformat wieder ideal gewesen. Der Detailreichtum, diese maximale Schärfe bis in die Bildecken. Dann ging es in diese Buchenwälder am Monte Generoso. Also Waldfotografieren ist einfach immer schwierig. Die Kontraste dort sind normalerweise ganz, ganz hoch. Und natürlich wünscht sich jeder Fotograf dort eigentlich Nebel oder Wolken nach ein bisschen am Regen. Aber wir hatten das Glück, dass Frühlingsanfang war und diese Buchenwälder waren ganz, ganz satt und schön grün. Und wir waren dann mit Felix dort unterwegs und haben an einigen Stellen ganz dichten, wunderschönen Buchenwald bekommen. Und wir hatten relativ schnell die paar Aufnahmen, die wir eben brauchten, die wir uns wünschten, dann im Kasten. Wir sind dann anschließend mit der Zahnradbahn auf den Monte Generoso gefahren. Wir hatten ein riesen Gepäck dabei, große Rucksäcke, große Taschen jeder. Wir wollten nämlich dort oben übernachten. Am gleichen Nachmittag sind wir dann noch aufgestiegen zum Gipfel selber. Das war noch mal eine halbe Stunde, Stunde. Aber es war vom Wetter her einfach schlecht. Nebel, Wolken. Es hat dann sogar das Regnen angefangen und wir haben dann relativ bald entschieden, dass wir wieder zur Bergstation runter absteigen und haben dann den Wecker auf 4 Uhr gestellt. Es war ja Frühsommer mit einem ganz frühen Sonnenaufgang. Am nächsten Morgen ging es los im Licht für die Stirnlampen, hoch bis zum Gipfel. Wir waren dann schon in der Dämmerung oben, haben uns alles angeschaut, was können wir wo filmen, was können wir wo fotografieren. Und wir sind dann echt mit einem super Licht und einem super Sonnenaufgang belohnt worden. In so einer Stunde entstehen dann oft 800 oder 1000 Aufnahmen. Das Schöne nach solchen Tagen ist für mich wirklich, dass ich mit einem guten Gefühl nach Hause fahre. Ich wusste genau, hey, ich habe Doppelseiten bekommen und war richtig, richtig glücklich und zufrieden. Und dann kam noch ein Auftrag von Disney und National Geographic. Es ging um ein Porträtshooting mit dem Felix und zwar für diese PR- und Werbekampagne. Und es basiert dann alles auf einem einzigen ultimativen Bild vom Felix. Ein Porträt, was ihn hochformatig zeigt. Ich hatte dann natürlich auch die GFX 50S im Einsatz und das 110er Tele. Das ist ein für mich magisches Objektiv, was für solche Shootings halt einfach perfekt geeignet ist. Wir hatten das Ganze zwar im Tessin schon mal probiert, aber wir alle waren mit den Ergebnissen noch nicht wirklich zufrieden. Da geht es ja um jedes Detail. Es geht um die Haare, die Jacke, sein Blick. Also da muss alles zusammenpassen, dass das wirklich das ultimative Bild, den ultimativen Eyecatcher gibt. Wir haben deshalb ein zweites Porträtshooting mit Felix organisiert. Diesmal in der Nähe seines Elternhauses.
Wir wollten den Aufwand einfach so gering wie möglich halten. Wir haben uns ganz bewusst gegen den Einsatz von einer großen Blitzanlage und mehreren Blitzen entschieden. Wir wollten wirklich das natürliche Licht dort on location vor Ort nutzen. Ich hatte zwei Assistenten dabei und eben große Aufheller. Das Ganze hat diesmal tatsächlich richtig gut funktioniert. Von den rund sicher auch 700, 800 Bildern war eines dabei, was einfach perfekt gepasst hat. Ja, und was dann Disney und National Geographic in Photoshop aus dem Bild gemacht hat, das hat mich selber auch total beeindruckt. Es ist ein wirklich cooler Look. Es ist zwar sehr kontrastreich und auch irgendwo hart im Bildlook, aber dafür ist es halt einfach tatsächlich der ultimative Eyecatcher. So haben wir über die Wochen und Monate noch viele gemeinsame Touren gemacht. Wir haben Werbeshootings realisiert. Wir haben wissenschaftlich-technische Shootings gehabt für den Bildband. Aber worauf ich mich dann ganz besonders gefreut habe, war eine letzte gemeinsame Mehrtagestour in die Berchtesgadener Alpen. Und zwar hinauf zur Blaueishütte. Es ging dort ums Thema Mensch am Berg, Familie am Berg, Kinder am Berg vor allem. Wo entwickelt sich das Ganze für die nachfolgenden Generationen hin? Wie werden sich die Wälder verändern? Wie wird sich das Hochgebirge verändern? Wie werden sich die Gletscher verändern? Wir waren dann für 2 Tage dort oben auf der Blaueishütte unterm Hochkalter und wir waren in einem kleinen Team unterwegs, was da tatsächlich dann ideal zum Arbeiten war. Am letzten Morgen sind wir nochmal ganz früh aufgestanden und mit Stirnlampen aufgestiegen zum Gipfel des Steinberg. Es ist eigentlich nur ein kleiner Berg, nichts Besonderes, aber eben ein fantastischer Aussichtsgipfel. Und wir haben dann gemerkt, hoppala, wir sind zwar super glücklich irgendwo, wir hatten eine super schöne, intensive, gemeinsame Zeit, aber wir waren alle echt auch müde. Es war irgendwie Zeit, dass dieses Projekt zu einem Ende kommt. Wir haben dann die Erinnerungen, die ganzen Gedanken, die Touren nochmal Revue passieren lassen und wir haben wirklich in Eindrücken geschwelgt dort oben und das Ganze bei einem richtig, richtig tollen Sonnenaufgangslicht. Ich hoffe, ich habe euch ein paar interessante und eindrucksvolle Erlebnisse aus diesem super intensiven Halbjahr mit dem Felix Neureuther vermitteln können. Mein wichtigster Tipp zum Schluss: Lasst euch Zeit, nehmt euch Zeit für die Fotografie. Und da finde ich es Mittelformat einfach ideal. Mittelformat entschleunigt, da braucht man mehr Zeit. Aber da ist man auch kreativer, finde ich. Ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß in den Bergen mit der Fotografie in der Natur. Vielen Dank fürs Zuhören.